Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. So, wir waren hier zuletzt in diese Feuerwehrstation eingedrungen, die aber nach kurzer Zeit später von einigen Zombies überrannt wurde und die geht es jetzt nach und nach auszuschalten. Mal sehen, ob wir dies ohne Probleme überleben werden. Den einen haben wir ja schon erledigt, waren aber noch mehrere. Also wo sind sie? Ah, da ist einer. Okay, die anderen scheinen wohl nach unten gegangen zu sein. Unsere Chance. Was? Ich wollte gerade sagen, warum ist er denn noch nicht tot? Also, zerstört. So. Aber wir müssen ja immer noch ganz nach unten. Ja, wo sind die anderen denn? Das waren noch vier oder fünf Stück. Zwei haben wir erledigt. Ja. Dann komm her. Aufpassen, dass er uns nicht. Okay, erledigt. Na, 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 na. Ja, gut. Ne. Nichts von Interesse. Ah, gut, das hier können wir mitnehmen. Wunderbar. Je mehr wir geschützt sind, desto besser. Das ist doch schon mal sehr nett. Nicht, aber dafür schwitzen wir jetzt hier, wie wir sehen können. Unangenehm heiß. Temperatur. Uiuiui. Ja. Ja, darauf müssen wir auch achten. Hey, sorry. Ja, entweder geschützt und schwitzend oder ungeschützt, aber nicht schwitzen. Die Frage, waren das jetzt alle oder? Ja, jetzt schwitzen wir. Klamm, Motten sind klamm. Ja gut, da können wir uns gleich drum kümmern. Ah, da sonst. Ach nee, die sind draußen. Ah, Mist. Fuck. Wir müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass sie nicht mehr reinkommen. Auch nur Holz und Nägel. Ah, Bretter. Bretter und Nägel, besser gesagt. Was für ein Zufall, dass wir hier Bretter haben und Nägel. Das Hammer haben wir ja. Und hier. Sehr schön. Benzinkanister haben wir auch hier. Metall. Okay. Säge. Das kaputte Fenster irgendwie. Barrig. Oh shit, da kommen die ganze Order. Das ist gut. Das ist auch gut, der war auch erledigt. Wunderbar. Und er hat einen Haustierschlüssel. Sonst aber nichts. Will auch noch einen Haustürschlüssel. Sehr schön. Sonst hat er aber auch nichts. Und er hat auch einen Haustürschlüssel. Okay.
Wir brauchen das Glas entfernen. Habe ich nicht die Bretter nicht mitgenommen? Doch, da. Mal fallen. Okay. Nehmen wir erstmal das Laken an. So, das hier. Da brauchen wir das Glas aufheben. Das hilft zwar jetzt nichts gegen die Zombies, weil die können immer noch reinkommen. Aber ich schätze mal, ein Brett reicht wohl nicht aus. So, Glassplitter wegwerfen. Haben wir dann noch hier im Schrank der Bretter? Ah, Moment. Da sind Bretter. Ja, damit. So. Nägel. Auspacken. Ach so, ja. Ich weiß schon, woran es liegt. Ich glaube, ich sollte das hier mal ausrüsten. Auch nicht? Ich kann da doch hier verbarrikadieren. Bin ich jetzt doof oder so? Ich stand immer sonst was schon verbarrikadieren. Tür öffnen. Das ergibt jetzt für mich keinen Sinn. Ganz ehrlich, ich... Tür öffnen. Sehr eigenartig. Gucken, ob wir überhaupt alleine sind. Und noch ein paar Zombies hier drin sind. Nein. Geht nur durchklettern und nicht verbarrikadieren. Das ist komisch. Das sehe ich jetzt nicht. Ich sollte, wenn ich Holzbretter habe, das dann auch verbarrikadieren. Fenster einschlagen, ja, das wollen wir garantiert nicht. Fähigkeit. Tischlerei. Also die Fähigkeit hätten wir, aber ich meine. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder habe. Das ist ein normaler Hammer. Den Hammer kann es auch nicht liegen.
Ja, es ist ein bisschen ins Dunkel, ne? Aber ich will ja nicht die Zombies anlocken. Säge. Rad. Ja, komisch. Teilstange. Holzhammer. Axt. Spitzhacke. Die Axt. Natürlich, jetzt sind wir natürlich überladen. Brechstange, Holzschlüssel, Schraubenschlüssel, Seil. Hammer. Der Hammer ist im besseren Zustand. Rasensperre, Säge. Bohrzange, Schraubenschlüssel, Spitzhacke. Schaufel. Ich glaube, ich mache doch mal ein bisschen Licht an. Kann ich besser sehen. Lunchbox. Öffnen, zerschlagen. Die das nicht. Ich meine, selbst wenn ich jetzt einen anderen Gegenstand in die Hand halte, so wie die Axt jetzt, müsste er dann trotzdem, sobald ich das hier anklicke, barrikadieren. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Ich meine mich hier rein. Mir echt ein Rätsel gerade. Lass mal erstmal das fallen, damit wir nicht so überladen sind. Trinken erstmal was. Ausgießen. Und das auch nicht trinken, hä? Ja, echt, Alter. Naja, gut, dann essen wir erstmal eine Ananas. Er hat sowieso Hunger. Ja, und wir schwitzen so stark. Rucksack. Blutig. Was ist denn jetzt hier total nass? Der Helm ist nass, okay. Oh, das ist auch nass. Nehmen wir mal aus. Mal sehen, die Temperatur. Ah, okay, das ist schon besser. Jetzt fast normal. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Hauptsache, wir sind nicht überladen. Was gelangweilt. Sind doch noch recht beladen, okay. Achso, ja, okay.
So, jetzt sind wir aber nicht mehr beladen. Schuhe können wir auch weglassen. Langeweile. Da hilft nur mal eine Zeitschrift lesen. Jetzt ist er müde. Ja gut, ist auch kein Wunder, ist auch ziemlich spät. Dann gehen wir erstmal schlafen. Am Tage sieht das schon etwas besser aus. Okay, sehr gut. Wir wurden nicht überrascht von Zombies. Das ist schon mal sehr viel wert. Niemand hier. Sehr schön. Wunderbar. Öffnen, zerschlagen. Schließen, durchklettern. Ja, ne, durchklettern werden wir jetzt garantiert nicht. Dann brechen wir uns sämtliche Knochen. Das hört sich nicht gut an. Eine Tür unten bestimmt. Ja. Toll. Haben wir mal hier die Milch in den Kühlschrank. Essen. Joghurt, Brot. Ja, super. Da sind sie schon drin. Supi. Lade auch noch mal in den Kühlschrank packen und die Dosen. So. Ich habe alles drüben. Sehr schön. Ich muss auf definitiv mal rausfinden, warum wir keine Barrikade machen können. Das ergibt irgendwie wirklich keinen Sinn. Oh, der Hammer ist gut. Den nehmen. Der ist sehr gut. Können wir den hier austauschen. Schmeiß mal weg. Sehr schön. Trinken. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir auch den Dosen, das ist doch sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, wer die ungebetenen Gäste sind und wie viele hier sind. Die Axt müsste ja kurz einen Prozess mit denen machen. Ah, die sind da in den Nachbarraum reingegangen. Natürlich die Frage, wie viele sind da jetzt drin? Eine. Zumindest glaube ich, dass das nur eine ist.
kann keine Barrikaden bauen. Das ist mir echt ein Rätsel. Das ist natürlich nicht so gut. Ich verstehe das nicht. Als ich, wie gesagt, mein Testspiel gemacht habe, konnte ich ohne Probleme immer Barrikaden bauen. Ich brauchte nur Bretter. Ja, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr da. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Wo habe ich jetzt die Bretter hingepackt? Los, Paddel. Okay, hier hatte ich die Bretter nicht hingepackt. Ich glaube, die habe ich in dem Zimmer oben gelassen. Okay, dann kann es aber auch jetzt eben nicht funktionieren. Wenn ich die Bretter nicht habe, geht es ja auch erst recht nicht. So. Ah, da kommt schon der nächste wieder rein. Das ist mir echt ein Rätsel. Wurde doch jetzt nicht mit einem Update jetzt geändert, oder? Hauen? Holzpfosten? Und Treppen? Türen? Doppeltüren? Wände? Und Rahmen? Nee. Das ist mir jetzt wirklich ein Rätsel, Leute. Das Café. Echt jetzt nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Das müsst ihr mir glauben. Okay, hier sind jetzt gerade keine Zombies da. Muss ich von außen? Nein. Geht's auch nicht. Gut. Versuchen wir mal die Gegend erstmal zombiefrei zu kriegen. Okay, das sieht gut aus bis jetzt. Da ist noch einer. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt erstmal Ruhe. Okay, kein Benzin. Karte. Sehr schön. Dann nimm noch mit die Karte. Aber sonst ist nichts. Okay. Das ist natürlich doof. Ah, da kommen noch mehr Zombies. Das ist schön. Es ist abgeschossen. Okay.
Na. So. Und der nächste. Habt ihr irgendwas dabei, was ich gebrauchen kann? Nein. 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 Funkgerät. Schmerzpillen. Okay, da kommt schon wieder einer. Okay. Bandagen. Aber sonst ist auch nichts hier drin. Schon wieder eine nächste Zombie. Na, na, na. Das lässt du mal schön sein. So. Und der nächste kommt. Ja. Nein. Du mieser kleiner Drecksack. Okay, schnell verbinden. Ja, jetzt habt ihr es auch selber mal gesehen. So schnell kann es gehen, wenn man nicht aufpasst. Auch kein Schlüssel. Tja. So ein Pech auch. Sagen wir, gehen das mal wieder rein. Ja, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke mal, da sind, seht ihr das? Seht ihr das hier? Ja, okay, wir müssen definitiv hier erstmal alles verbarrikadieren. Sonst wird das kein schöner Aufenthalt hier. Ja, ich würde erstmal sagen, mach mir erstmal schlau, woran das liegt, dass ich hier keine Barrikaden auf einmal errichten kann, obwohl ich Bretter habe. Ja, deswegen beende ich erstmal hier diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Project Zomboid. Ich hoffe, ich kriege das raus, dass man für unsere Base hier zombie-sicher machen kann. In dem Sinne, macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.